Hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder diesen YouTube anschaut. Und im Teil 1 habe ich euch erklärt, dass man im Rahmen der Dermatoskopie die Dermatoskop zunächst gar nicht braucht. Man schaut die Patienten an von der Entfernung und entscheidet, ob ein hässliches Entlein vorhanden ist. Und dann nimmt man das Dermatoskop in die Hand und untersucht mit dieser Lupe. Und die nächste Stufe ist, dass man so quasi der Normal Stuff, das Alltägliche, anschaut. Und das, was man als Hausarzt sehr, sehr rasch versteht und lernen kann, ist das Erkennen des Hämangioms, also ein Blutschwamm, extrem häufig. Dann eine seborrheische Keratose, eine Alterswarze, das lernt man sehr schnell mit der Dermatoskopie. Und was am schwierigsten ist, das sogenannte Dermatofibrom, heißt auch Histiozytom. Es geht da um die sogenannte persistierende Insektenstichreaktion oder Histiozytom. Wir schauen das nochmal schematisiert an, hier das Hämangiom, dann das Dermatofibrom und die seborrheischen Keratosen. Das Hämangiom ist extrem häufig im Alter und deswegen heißt es Angiome senile. Dermatofibrom, Histiozytom, auch persistierende Insektenstichreaktion bezeichnet. Und die seborrheische Keratose, das ist die Alterswarze. Nochmals schematisiert dargestellt, dieses typische zweiphasige Bild einer netzartigen Struktur in der Peripherie, zentral diese Vernarbung ist ganz typisch für ein Dermatofibrom. Die seborrheische Keratose erkennt man an den schwarzen Schollen und weißen Kreisen und zum Teil an diesen Haarnadelgefäßen. Und das Hämangiom erkennt man an diesen großen monomorphen Lakunen. Und das ist quasi eindeutig relativ schnell zu erkennen. Und in der nächsten Stufe, wenn man das nicht zuordnen kann, redet man dann von einer nicht klaren Läsion und man sagt, okay, da muss es eine melanozytäre Hautveränderung darstellen. Ganz tolles Beispiel hier. Hier ein verdächtiges Muttermal, wo bei einer jungen Dame auftritt. Man hat Angst natürlich, dass das ein Melanom sein könnte. Geht man näher, ist ein hässliches Entlein, nimmt das Dermatoskop und sieht die wunderschönen Lakunen, also diese Gefäßsehen, die scharf begrenzt, sehr monomorph sind. Man kann sofort in Warnung geben, es handelt sich um ein Hämangiom. Dann haben wir als nächstes das Deskriptive dazu, die sogenannten monomorphen Schollen. Die Farben können rot, violett oder schwarz sein. Das Blut kann einmal koaguliert sein. Besondere Kriterien haben wir sonst keine. Die metaphorische Sprache spricht von sogenannten Lakunen. Die verschiedenen Farben hier nochmals dargestellt in den verschiedenen Farben. Wichtig ist die monomorphe Struktur und das sehen wir dann später, insbesondere bei den melanozytären Hautveränderungen. Die Struktur ist immer viel entscheidender als die Form der ganzen Läsion. Das nächste wäre die seborrheische Keratose. Hier sehen wir da diese weißen Schollen, schwarzen Kreise, pseudokomedoartige Öffnungen, sagt man dem auch. Das ist ganz typisch und diagnostisch für eine seborrheische Keratose oder Alterswarze. Hier noch einmal ist das Muster, weiße Kreise, braune Kreise, insgesamt aber strukturlos, die Schollen, die relativ monomorph sind. Und diese Kombination aus weißen Punkten, Kreisen und diesem sogenannten konkaven Rand hier in diesem ganzen Zirkumferenz der Läsion, das spricht für eine seborrheische Keratose. Und mit einer gewissen Anleitung und wiederholter Anwendung lernt man das sehr, sehr schnell und kann sehr schnell sagen, nein, es ist eine banale Alterswarze, ein Hämangiom. In der metaphorischen Sprache redet man über milienartige Zysten und komedoartige Öffnungen. Man sollte aber diese metaphorischen Begrifflichkeiten vermeiden. Dann noch andere solche Sachen, die man so hört, sogenannte Fingerabdrücke, Fingerprints. Auch das ist nicht pathognomonisch für eine seborrheische Keratose. Oder sogenannten Mottenfraß, auch das metaphorisch nicht zu verwenden, diesen sogenannten scharf begrenzten, ausgebogenen Rändern.
oder sogenannte Sulci und Gyri, sowie Hirnwindungen, auch das sollte man meiden. Es kann nicht im Einzelfall immer auf eine seborrheische Keratose in diesem Fall zurückgeschlossen werden. Und dann die sogenannten fette Finger, Fingerprints. Also alle diese Begrifflichkeiten sollte man eher meiden, da es sich um eine metaphorische Sprache handelt und jeder Mensch sich vielleicht etwas anders vorstellt. Sie sehen, nur die Abbildungen A und B und die Kombination aus diesen zweien ist wirklich pathognomonisch für eine seborrheische Keratose. Also die weißen Kreise oder schwarzen Schollen. Die Kombination von diesen beiden ergibt eindeutig die Diagnose einer seborrheischen Keratose. Hier die sogenannten dicken retikulären Linien oder sogenannten fette Finger oder Mottenfraßnekrosen oder ausgezogene Linien oder Haarnadelgefäße sollte man nicht verwenden. Nun, das Schwierigste am Ganzen ist das Dermatofibrom, die persistierende Insektenstichreaktion. Hier typisch zentral eine strukturlose weißes Areal, welches aber nicht heller ist als die Umgebung, also hier oben. Und hier sehr schön in der Zirkumferenz retikulär Netz von einer bräunlichen Verfärbung. Und das nennt man das Histiozytom oder persistierende Insektenstichreaktion mit dem peripheren Netzwerk, Gefäße im Zentrum, Narbe zentral und ringartig angeordnete Globuli. Typisch ist das Muster, das in der Peripherie retikulär ist, in der Peripherie strukturlos zentral und im Zentrum diese weißen Areale, die aber nicht heller sind als die Umgebung. Hier aber das typische Zeichen klinisch, Matratzenknopfphänomen oder Dimple Sign bezeichnet. Man kann die Haut zusammenstoßen und das sinkt quasi wie in die Tiefe der Haut. Das ist das sogenannte Dimple Sign und das hilft fast ein bisschen mehr, das Dermatofibrom zu erkennen als mit der Dermatoskopie. Das ist die erste Stufe. Und zwar mit der Dermatoskopie die banalen Läsionen auszuschließen. Dermatofibrom, seborrheische Keratosen, Hemangiom. Die letzten zwei lernt man sehr schnell. Die Dermatofibrome, da haben wir noch viel Zuweisungen von den Hausärzten, hier ein Melanom auszuschließen, auch verständlich. Denkt bitte an diesen Dimple Sign. Wenn man das mit der Dermatoskopie nicht eindeutig zuordnen kann, dann ist man bei der Stufe 2, nämlich die melanozytären Hauttrennungen, geht es hier drum, ist es bösartig oder gutartig. Und das werden wir dann im Teil 3 miteinander anschauen, wie man melanozytäre Hauttrennungen relativ sicher zu gutartigen oder bösartigen Läsionen zuordnen kann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, dass ihr wieder mal hineinhört.